So, hier waren dann auch noch ein paar kleine. Da wartet noch eine große, die hatten wir auch schon mal gemacht. War doch hier irgendwo noch so ein Brunnen, ne? Der geradeaus geht, glaube ich. Ist hier noch irgendwas? Auch eine große Hand? Ups, wir sehen ja ganz gut. Fesselt uns, okay. Gut, dass wir vorher die Hand erledigt haben. Okay, da war ich auch noch nicht drin. Nicht von dieser Seite zu öffnen. So ist eine Truhe drin. Wie komme ich denn da jetzt rein? Ich auch schon mal. Boah, da hatte ich 10.000 Chancen, die Hand zu erledigen und ich lag daneben. Da oben war ich ja schon drin, ne? Okay, dann gehe ich nochmal zurück zur unteren Ebene. Hätte ich wahrscheinlich erst durchrennen können, aber das hier geht dann doch immer ein Stück schneller. So, die untere Ebene. Ich sehe hier oben auch noch ein paar Stellen, die ich vielleicht übersehen habe. Eventuell. Festung, Nacht. Und Hund. Ah. Okay, klappt leider nicht. Runter. Jetzt hör mal auf zu schießen. Du bist halt. Ich will mich doch hier nur umgucken. Kommt ja einer nach dem anderen. Okay, wir können hier geradeaus weitergehen oder dort. Mal die Tür, die wir nicht öffnen konnten. Ach, ich will hier gar nicht rein. Man könnte ja noch wahrscheinlich schneller durchgehen. Diese ganzen Fallen. Vor das Objekt voraus. Unten das. Könnte wahrscheinlich runterspringen, ne? Man kommt wahrscheinlich auch so hin, oder? Oder auch nicht. Guck mich einmal hier um. Kann ich immer noch zur Not runterspringen. Falls das geht. Was hier auch ganz gut möglich ist, würde ich sagen. Oder gehen wir jetzt auf der anderen Seite weiter.
Irgendwie muss er dann weitergehen, ne? Überraschungsangriff? Ich glaube, die hört man ja ganz gut eigentlich, ne? Da muss man sowieso hier runterspringen. Ah, hier sind gleich zwei. Uff. Ich kann nicht gerade holen. Der mich doch noch getroffen. Was? Die denn auf einmal her? Geht er noch einmal hier ab? Ich glaube, ich habe irgendwas verpasst. Eine ganze Geisterarmee hier. Schon wieder. Dass die mal reinkommen. Das ist echt nervig. Erstmal Kuckucksoldaten. Ja, jetzt ist mal gut hier, Freundchen. Ich will schon nur mal gucken. Ist schon wieder einer aufgetaucht. Hinterhalt voraus. Ich glaube, den Hinterhalt hatte ich schon, ne? Ja, wahrscheinlich sehr günstig, würde ich sagen. Hier ist eine Falle, oder? Ich springe da gleich runter. Viele Gegner. Oh, mach ich denn mein Schild? Ich könnte trotzdem auslaufen. Ach. Trifft er mich auch mit diesem Mist hier? Ja, wie die Zauber ohne. Muss nicht runterfallen. Jetzt sind wir auch hier mit. Jetzt ist gut. Und er ist getroppt. Nicht. Wenn die wenigstens auch mal ordentlich sehen, Runentruppen. Ist auch eher bescheiden. Könnte man runter oder rüber? Ich komme jetzt nicht wieder jede Menge Soldaten, wenn ich wieder zurück will. Wenn ich dann doch darunter springen möchte. Vorsicht vor Köder. Links. Okay, mein Fahrstuhl.
Ich fahre einfach runter. Oh, okay, ich sehe da oben. Okay, hier ist auch ein Ort der Gnade. Den aktiviere ich jetzt mal. So, dann gehe ich zurück und dann nehme ich mal den Weg nach unten. Wo stand wertvolles Objekt? Weil wir haben jetzt den Ort der Gnade aktiviert. Obere Ebene des Anwesens. Hoffentlich kommen jetzt nicht wieder die ganzen Geister zurück. Dann wird das hier noch haarig. Wie viele einfach jetzt hier gekommen sind. Okay, hier war noch eine Falle. Die darf von mir aus kommen. Ist aber bitte keine Geistersoldaten mehr. Okay, das sieht gut aus. Hallo? Okay, ich würde dann da runterspringen. Ich springe lieber mal. So, was haben wir hier oben? Muss hier weiter runterspringen, ne? Plup. Komme ich eigentlich auch darüber, ja, ne? Okay, dann müssen wir die Leiter runter. Dann kommen wir vielleicht zum Raum, wo ich nicht reingekommen bin, würde ich was schätzen, ne? Okay, ich sehe nicht viel. Doch, doch, das ist die Tür. Scheint nicht von dieser Seite zu öffnen. So. Was ist denn hier drinnen? Schwert der Nacht und der Flamme. Davon habe ich schon mal gehört. Das soll eigentlich ganz gut sein. Das gucke ich mir nochmal an. Ob ich das jetzt so nochmal wiedererkenne? Ist das das hier? Tatsache. Aber ich brauche auch Glauben und Weisheit. Darauf skaliert es halt mehr. Also eigentlich gut für Zauberer, ne? Ja, macht körperlich, magischen und Feuerschaden. Genau, einzigartiges Talent. Nacht- und Flammenhalterung. Schwert gerade halten, um Zauberei zu wirken. Setzt mit einem Normalangriff nach, um die Zauberei Nachtkomet einzusetzen. Oder mit einem starken Angriff, um den Bereich, wo euch mit Flammen zu überziehen. Kann ich wahrscheinlich jetzt nicht einsetzen, oder? Würde ich sonst einmal zeigen. Kann wahrscheinlich gerade überhaupt keine Attacke machen. Also eine spezielle. Leider nicht, dafür musste ich das halt noch skillen, ne? Wenn ich das halt verwenden möchte. Weisheit und Glauben 24. Wir haben da 10 wahrscheinlich, ne? Ja. Wäre vielleicht mal eine Überlegung wert. Und das mal ganz. Ganz geil eigentlich von mir. Jetzt sitzt ja so. Das eine macht halt so einen Flammenmeer vor dir. Das andere schießt quasi wie diesen Art Sehnenstrahl, aber halt wie so ein Laser, der ein bisschen kontinuierlicher geht. Das ist halt auch sehr stark Angriff, würde ich sagen. Mal gucken, ob ich jetzt auch aufsteigen kann. Das nehme ich mal ein paar Runen. Ich will jetzt nicht die jetzigen Runen von ihr nicht haben. 17.000 ist ja auch schon was. 22.000, ich glaube, das kriegen wir irgendwie zusammen. Wo ist denn das Ganze hier? Man geht immer noch aus dem Inventar raus. Wenn ob das reicht. Nämlich nicht auf den genauen Summe gut. Okay, wir waren sogar 300 drüber. War keine Energie nochmal gut. So,
zum neuen Auswahlfenster. Ach, da. Dieses Attribut ist für Entdeckung erforderlich. Es beeinflusst außerdem eure Resistenz gegen Heiligschaden, eure Lebenskraft sowie bestimmte Zaubereien und Anrufungen. Okay, wenn ich das hochmache, steigt meine Deckung. Der Rest geht auch höher. Ah, das tut es eigentlich fast überall, ne? Ja. Außer halt Entdeckung, ne? Kraftkondition. Ja, das ist eigentlich auch nicht schlecht in der Belastung, ne? Komm, ich mach das mal geschickt noch ein bisschen höher. So. So, da haben wir mehr Bums drauf. Ist das... Okay, ist ein Gegner anscheinend. Ja, auch. Das sieht aber nicht aus wie die normalen Würfe, die ich kenne. Ich aktiviere erstmal das hier. So, ich gehe erstmal hier hin. Das ist kein Geheimnis. Da ging ja auch links wieder eine heilige Saat. Ich steige mal den Wolf an, mal gucken, wie der so aushält. Exippen kann ich ihn wahrscheinlich eh nicht. Oh, der hält einiges aus. Das war ja wieder ein ganz toller Angriff von mir. Okay, da unten sind wir ja lang gelaufen, ne? Da drüben ist ein Topf. Ob das vielleicht Alexander ist? Kommen wir aber so nicht hin. Ich da irgendwie runtertropfen lassen oder kommen wir da noch irgendwie auf anderen Wegen hin? Ja, sehen wir wahrscheinlich noch, ne? Erstmal hier weiter zum nächsten Wolf. Kann ich wahrscheinlich nicht anstechen, weil er sich gleich wieder umdrehen wird. Denke ich. War krass. Da war ich ein Stück schneller. Zum Glück. So, hier geht wahrscheinlich auch kein Pferd. Nee. Okay, ich guck mal lieber nach hinten. Ich wollte wieder so losrennen. Na, da ist auch ein Wolf. Das war wieder eine knappe Kiste. Muss doch mehr Entdeckung gehen, wenn ich mich heilen möchte. Hab ich ja sonst auch getan. Oh. Wieder markiert das Linie. Ich wollte nicht kurz war kurz still, weil ich glaube so ein Rauschen von der Asche oder von Scarabeus wieder gehört habe. Aber anscheinend doch nicht. Umweg suchen, links versuchen. Ah, kann schwierig sein mit den Riesen und den Zauberern. Ah, da ist eine Leiter. Da ist eine Leiter. Könnt ihr die aber auch einzeln tun wahrscheinlich, oder? Da kommen die alle auf einmal. Das geht. Ja.
So, den haben wir auch. Oh, das habe ich ein Riesen mitgeweckt. So. Ich glaube, das war's dann, ne? Naja. Los, komm her. Alter, gegen niemand geschlagen. Nicht diese coolen Schwerter. Ach, haben die mich doch erwischt. Das sollte mich vielleicht mal heilen. Kann auch ganz schön zuschlagen, ne? Aua. Oder zustampfen. Mit diesen Sprung. Schon wieder der berühmte Schlag, der mich erwischt. Ui. Holy moly. Ein Schwert hat er noch, oder? Er hat er noch nicht mehr. Das haben wir sogar schon. Mal versuchen. Da muss man natürlich jetzt wieder ein paar Tränke opfern, ne? Aber haben wir auch nicht so gut gemacht. Okay, nehmen wir die Leiter oder gehen wir hier weiter? Was sind das für Kreaturen? Da ist schon noch mehr da. Ich gucke mich erstmal hier um. Die Leiter hat mich wahrscheinlich da irgendwo hingebracht. Hier ist ja so eine Art Klimm, ne? Okay, dann gehe ich doch einmal hier runter. Ist wahrscheinlich... Achtung, hier ist was. Hier ist doch was. Schmiedestein. Naja, besser als nichts. So, dann die linke Seite. Ich bin auch irgendwelche Art Zauberer, denke ich mir, oder? Oh. Das ist zu spät gesehen. Genau, hier ist die Leiter, okay. Aber die haben wir ja trotzdem noch relativ gut gemacht, die in der Mitte, ne? Weil auf einmal ist ja zu viel gewesen. Okay. Was seid ihr denn für Hampelmänner? Kann ich hier nur die rechte oder zum Beispiel nur die linke Seite locken? Ist das denn möglich? Ah, das sind diese Dinger. Schnell für mich. Okay, auf der Seite waren sogar, glaube ich, zwei, ne? Einer stand ja noch da oben irgendwie. Okay, ja, der schießt auch nur einmal. Nicht wie der andere. So.
Und da oben ist einer. Springt der runter? Ey, der schießt irgendwie ihn. Ist nix. Irgendwie mal Angst, dass jetzt hier in den hohen Gras irgendwo solche Hände versteckt sind. Okay, da kann ich weitergehen. Dann natürlich auch. Der Finger aber noch. Weg raus, ja, das sieht man ja eigentlich. Ne? Gibt es denn hier noch was auf der Seite? Wir sagen nein. Auch keine Wand, ne? War so eine Ecke wahrscheinlich eh nicht. Okay, dann gucken wir noch mal da. Diese Öffnung. Gleich hier ein Blutfleck. Das muss ja nichts heißen, ne? Erstens glitterbarer Punkt und dann abspringen versuchen. Dass man da so drauf springt oder was? Kann man machen. Muss man aber nicht, ne? Der ist auch nicht gesprintet, ne? Da kommt man da runter, wo ich heute ist. Das ist vielleicht Alexander. Also ich würde einfach hier hochklettern und dann da so runterspringen, ne? Ja, das sollte doch gehen. Das geht nämlich auch. Das ist zu tief. Uff. Gott, ich dachte, ich fall daneben. So, gut gemacht. Bist du ein Feind? Ne, du bist kein Feind. Doch, du bist ein Feind. Bist du doch nicht, Alexander. Ja, komm, dann schlag mal zu. Mach deine mega Attacke. Oh, der kleine Topf. Hey, kleiner. Schön. Oh, noch einer? Noch einer? So, ist denn jetzt Ruhe? Wahrscheinlich möchte ich dann wieder irgendwie nach oben gehen, ne? Ich will noch Kampfmusik, also muss ja noch irgendwo top sein. Da, okay. Sprunger top. Eigentlich gar nicht mehr nötig für den Kleinen, ne? Oh, wie viele kommen denn hier? Da. Hört doch gar nicht auf, ist ja um. Quelle? Wurfmesser. Hier sind noch ein paar. Muss ich mich wahrscheinlich wieder da nach oben porten, um das auszuweichen, ne? Sonst ist hier weiter nichts, ne? Einen gesprungenen Topf bekommen. Ah, doch, hier geht's ja noch weiter, ne? Falls man da hinkommt, aber ich glaube schon. Okay, ich gucke mich erstmal hier oben weiter um. Okay. Wo kommen wir denn hin, wenn wir hier weitergehen? So, erstmal ins Tiefer.
sind hier noch mehr Töpfe. Ich heile mich erst einmal. Sicher ist sicher.